Ja, wir hatten ursprünglich einen Betonsteinboden und haben uns dann aber entschlossen, doch etwas optisch Anspruchsvolleres hier zu verlegen und haben uns dann eben an die Firma Schubertstone gewandt, die uns da sehr gut beraten hat. Einen Kristallmarmor haben wir dann ausgesucht in den Farben Weiß, Blau, Grau, Gelb etc. Das passt hier sehr gut zu dem Haus und war auch eine sehr gute Empfehlung. Also uns war es wichtig, dass es ein heller Stein ist, weil er dann auch gut zu dem Haus passt. Hell im Sommer ist natürlich auch eine besonders fröhliche, optimistische Farbe. Und daher haben wir uns doch für einen etwas helleren Stein entschieden. Etwas ganz Besonderes an diesem Stein ist, dass er sich stark verfärbt, wenn er nass wird. Wir haben ja heute eher einen Regentag. Und wenn er dann nass wird, dann bekommt er wirklich eine starke Graufarbe. Und das finde ich ist etwas besonders Schönes an diesem Stein, dass man ihn je nachdem wie das Wetter ist auch ganz andere optische Eindrücke von diesem Stein gewinnen kann. Naturstein ist Naturstein. Das ist einfach mit einer Fliese nicht zu vergleichen. Das ist einfach gewachsener Stein, gewachsener Fels und das spürt man, glaube ich, auch, wenn man über diesen Stein geht, wenn man ihn ansieht. Das ist einfach eine ganz andere Qualität. Der Stein ist ja auch dafür ausgelegt, dass man barfuß auf ihn gehen kann. Das heißt also, er hat eine gewisse Rauigkeit auch an der Oberfläche. Aber das Gefühl ist ein wunderbares, insbesondere wenn man eben barfuß über diesen Stein geht.